Ja, hallo, hier ist Heidi Hörnlein von thewisdomfactory.net. Und heute ist es eine Ausgabe wieder auf Deutsch und zwar in unserer Eigenschaft als Online-Salon des Integralen Forums. Heute haben wir als Titel Conscious Leadership and, ja, jetzt rede ich wieder Englisch. Und ich habe Gudrun Reinschmidt als Gast. Und bevor wir dann in das Thema gehen, erstmal zu erfahren, was ist denn eigentlich Conscious Leadership? Da bitte ich dich, ein bisschen was über dich zu erzählen und dann gehen wir ins Thema, okay? Ja, hallo Heidi, vielen Dank für die Einladung zum Interview und ja, ich bin Gudrun Reinschmidt, ich arbeite mit Robert Dilts zusammen aus dem NLP kommend, habe ich ihn kennengelernt 2004 und ich selber bin eben auch im Business gewesen und ja, Robert vereinigt einfach eine Managementkapazität mit einer unglaublichen Persönlichkeit, die eben auch andere Menschen wertschätzt. Und das hat mich sehr fasziniert und deswegen habe ich einfach mich sehr mit seiner Lehre beschäftigt. Und so bin ich eben 2015 nach Kalifornien gegangen an die NLP University, wo er sein neues Programm Success Factor Modeling vorgestellt hat. Und das hat mich so begeistert, dass ich meine Mission dort gefunden habe, dass ich genau dieses Programm gerne nach Deutschland bringen möchte. Wunderbar. Was für ein Modeling ist das? Success Factor Modeling, also Erfolgsfaktoren Modeling. Okay. Und zwar, was machen sehr erfolgreiche Unternehmer oder Geschäftsführer, was machen die Besonderes in ihrer Art und Weise, in ihren Überzeugungen? Was ist das? Was ist so dieses wichtige Element, was jeder lernen sollte, um selber so erfolgreich zu sein? Und damit hast du ja auch ein bisschen das Prinzip von NLP angesprochen, denn viele Leute wissen gar nicht, was das ist. NLP, was ist das? Kannst du dazu was sagen? Berühmten drei Buchstaben. Ja. Also auf Deutsch ist es ganz einfach. Neue Lebensperspektiven. Ah, gut. Und auf Englisch Neurolinguistic Programmation. Ja, genau. Programming oder Programmation, was immer, ja. Ja. Genau. Ja, es ist in den 70er Jahren entwickelt worden, interessanterweise auch in Kalifornien, ganz in der Nähe, wo die ganze Technik eigentlich gestartet ist, wo unsere ganze Computerentwicklungen stattgefunden haben. Und so war auch einer der Entwickler selbst Informatikstudent und hat ein bisschen Geld nebenbei verdient, damit, dass er Fritz Perls Gestalttherapie transkribiert hat. Und das hat ihn dann so begeistert, dass er eher zum Psychologen als zum Informatiker geworden ist. Aber er hat eben auch erkannt, dass es eben auch der Mensch Programme in sich trägt, die manchmal nicht so hilfreich sind. Und da hat er einfach Möglichkeiten gefunden, wie man das ändern kann. Wer ist jetzt er in dem Zusammenhang? Dieser Entwickler ist Richard Bandler. Und er hat zusammen mit John Grinder NLP entwickelt. Da gab es noch einen dritten, der hieß Frank Bocellic. Und die haben zusammen mit 15 anderen Studenten dann ganz viel ausprobiert, um halt diese gestalttherapeutischen Ansätze nach Fritz Perls oder auch die Familientherapie nach Virginia Satir, so die wesentlichen Elemente daraus herauszufinden, dass trotzdem die volle Wirksamkeit da ist, aber dass man so einen Programmschritt, so Formate hat, so Abläufe Schritt für Schritt abfolgen, sodass das Wesentliche da drin enthalten ist, sodass für jeden, der zum Beispiel ein ungeliebtes Verhalten verändern will, dass man dann mit einer bestimmten Abfolge dieses Verhalten auch anschauen kann, akzeptieren kann und dann kann ich es auch verändern. Und da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Und die haben sehr viele Experimente gemacht dazu. Und das fand ich eben so schön. Als ich 2015 an der NLPU war, hatte ich die Möglichkeit, ganz viele von diesen ersten Menschen, die NLP entwickelt haben, kennenzulernen, weil da nämlich das 40-jährige Jubiläum gefeiert wurde. Und ja, deswegen bin ich gerade wieder so ins Schwärmen geraten und schon wieder abgewichen von unserem Thema.
Ja, nee, ich finde das schon toll. Ich bin ja auch mit NLP in Kontakt gekommen und ich vertrete hier ein bisschen jetzt die Meinung derer, die da keine Ahnung von haben, vielleicht. So, du sagst Verhalten ändern, unliebsames Verhalten. Ja, aber das, so bin ich doch, ja. Wie, also das ist so die Normalmeinung. Das muss mich so nehmen, wie ich bin. Ja, habe ich auch gerade gesagt. So, wie kann es dazu kommen, dass man eben unter Umständen nicht so ist, wie man ist? Und dass man vor allen Dingen die Macht hat, was zu verändern? Ich meine, du hast ja schon implizit angesprochen, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen aufdröseln. Ja, also das Prinzip ist natürlich das Konzept, dass wir ganz viele verschiedene Anteile in uns haben. Und wer sind wir denn dann eigentlich? Also es ist ja auch so ein wunderbarer Sponti-Spruch ist ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und in den 80er Jahren war es mal ein Film, dann hat der Richard David Precht wieder aufgegriffen in seinem Bestseller. Und ja, wir haben einfach so unterschiedliche Anteile in uns. Das merken wir am meisten, wenn wir irgendwie so auf der einen Seite uns gerne auf dem Sofa ausruhen möchten und auf der anderen Seite wissen, eigentlich müsste ich Sport machen, ich müsste jetzt mal rausgehen, irgendwas tun. Und so habe ich eben auch, wenn ich eben ja, in einer Unterhaltung bin, die vielleicht nicht so ganz förderlich ist, eben auch so verschiedene Anteile in mir. Einerseits bin ich dann vielleicht die herausgeforderte Person, die auf die Gesprächsinhalte oder die andere Person selber irgendwie unangemessen reagiert und ich denke mir, eigentlich möchte ich doch ganz anders. Und da habe ich dann eben die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie Richard Bandler sagt, who drives the bus? Ne? Wen setze ich denn jetzt an Steuer? Und welche andere Person möchte ich denn sein in dieser Unterhaltung, um mich angemessener zu unterhalten, um eigentlich dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will mit dieser Unterhaltung? Ja, das ist sehr schön schon erklärt. Und auch zu erkennen, dass man oft aus Mustern, unbewussten Mustern heraus immer den gleichen Scheiß macht sozusagen, ja. Und dass man das also durchaus verändern kann. Aber unser Thema ist ja Conscious Leadership und offensichtlich hat es ja was zu tun mit NLP. Oh ja, ganz viel und das wissen nur ganz viele auch nicht, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Conscious Leadership ist irgendwie in Amerika entstanden, als ich vor 3-4 Jahren von Roberts Buchtitel gehört habe, dass es Conscious Leadership und Resilience heißen wird. Das ist der dritte Band seiner Success Factor Modeling Trilogie. Und da habe ich überlegt, wie können wir denn das übersetzen? Achso, ich habe hier ja, meine Mission ist ja Success Factor Modeling, Erfolgsfaktoren Modeling nach Deutschland zu bringen. Und in dem Zug habe ich eben alle drei Bücher übersetzt. Und jetzt brauchte ich also einen Titel für das dritte Buch, weil ich dachte mir, Conscious Leadership, führen mit Bewusstheit, das hört sich aber irgendwie noch nicht so schlüssig an. Und da habe ich mich damit mal beschäftigt, woher kommt das eigentlich? Und da gibt es eine Conscious Leadership Akademie oder so etwas, die sich damit beschäftigen, dass wir Conscious Business machen sollten, also bewusstes Business, wo jeder Stakeholder, der in diesem Unternehmen tätig ist, auch davon profitiert. Nicht nur die Shareholder, also nicht nur die Aktionäre oder Investoren, sondern jeder, der mit diesem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Also natürlich in erster Linie die Mitarbeiter, der Unternehmer selbst, die Lieferanten und natürlich auch die Kunden. Und es gibt jemanden, der hat in Amerika Whole Foods gegründet, John Mackey, und der hat eben auch dieses Konzept verfolgt, es muss eigentlich jedem, der von meinem Unternehmen betroffen ist, der muss davon profitieren, der muss gerne zur Arbeit gehen, der muss das wirklich gut wollen. Und dann hat er eben gesagt, wir brauchen einen Conscious Capitalism. Das kann man sich fast ein bisschen so vorstellen wie unsere soziale Marktwirtschaft, die wir auch mal hatten und eigentlich ging es uns damit ja auch ziemlich gut. Und wir hatten da vielleicht noch einen etwas patriarchalischen Ansatz in den Unternehmen.
mittlerweile sind die Unternehmen ja auch reifer und erkennen auch mehr die Selbstverantwortung der Mitarbeiter an. Und das führt alles zu so einem Conscious Business. Und damit sich diese bewusste oder Conscious Culture, bewusste Kultur oder Conscious Culture eben überhaupt manifestieren kann, brauchen wir natürlich auch Führungskräfte, die eben ein Conscious Leadership vorleben. Und genau, und da gibt es eigentlich eben in Amerika gab es eben so eine Basis, die sagen, naja, das ist ganz einfach. Bist du über der Linie oder bist du unter der Linie? Und die Linie, die gibt an, aber agierst du aus deiner Angst heraus, dann bist du unter der Linie, oder agierst du aus der Liebe heraus, dann bist du über der Linie. Und all deinen Glauben, deine Überzeugungen, die mit Angst verbunden sind, die bringen dich eigentlich eher unter diese Linie. Und die Überzeugungen, die bedingungslose Liebe leben wollen, die bringen dich eben über diese Linie. Und ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein bisschen zu einfach. So. Ja, das klingt einfach. Und dann habe ich mich eben mit Roberts Buch beschäftigt und er hat ein etwas anderes Modell daraus entwickelt. Aber jetzt war ich auf der Conscious Capitalism European Conference und habe mir das mal von dem Entwickler dieses Linienmodells erklären lassen. Und der hat schon ganz einfach einen ganz, ganz tiefen Hintergrund. Und zwar geht es im Prinzip so ein bisschen, die kommen aus der Meditation. Und die Meditation, da geht es einfach darum, es gibt einfach so zwei Bestrebungen in der Welt. Das eine ist eben Angst und das andere ist die Liebe. Und wenn ich aus der Angst lebe, dann lasse ich mich einfach auch sehr schnell runterziehen. Und wenn ich in der Liebe lebe, dann kann ich mein höheres Selbst leben. Und auch so im Business-Bereich, das fand ich eben sehr erstaunlich, da ist man manchmal so hin und her gerissen, man soll ja immer effizienter und schneller werden und dann kommt man in so Graubereiche rein, ne, wo man so anfängt so ein bisschen zu tricksen und da ist dann die Frage, ist das noch in Ordnung oder ist das nicht mehr in Ordnung? Aber wenn du eben nur Angst und Liebe denkst, dann weißt du genau, was du zu tun hast, ne? Dann weißt du, dass der Graubereich eigentlich eher schwarz ist. Ist es Tricksen aus Angst, dass man irgendwie was nicht schafft oder irgendwas von sich offenbart, eine Unfähigkeit oder sowas und deswegen nicht zeigen will? Wahrscheinlich, so meinte er das. Und das konnte ich jedenfalls in dem Moment sehr gut nachvollziehen. Und plötzlich wurde mir das mit dieser einfachen Linie doch etwas bewusster. Mhm. Trotzdem finde ich Roberts Modell auch ziemlich genial. Er erklärt nämlich, und da kommen wir auch zum integralen Aspekt, dass wir ja alle Holons sind. Und wenn ich das mal teilen darf mit euch, dann mache ich mal meinen Computer an. Dann lasse ich euch da mal drauf gehen, Bildschirm freischalten. Und da ist es. Das möchte ich euch zeigen. Ich möchte euch dieses Bild hier zeigen. Robert Dilts hat ja so die ein bisschen Abraham Maslow adaptiert und gesagt, also wir leben ja in einem Umfeld, das bedingt unser Verhalten. Wenn wir uns öfter verhalten, entstehen unsere Fähigkeiten und daraus natürlich unsere Werte und Überzeugungen. Und die bestimmen natürlich unsere Identität. Und das war so der Anfang. Und wenn wir eben wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was wir selbst verwirklichen wollen, dann können wir natürlich damit auch unsere Werte und Überzeugungen wieder beeinflussen. Das beeinflusst unsere Fähigkeiten, unser Verhalten und natürlich wieder unser Umfeld. Und im viel höheren Maße wirkt diese Pyramide von oben nach unten als von unten nach oben. Und sag da mal noch ein Wort dazu. Ja, das sind die logischen Ebenen nach Dilts. Und er hat sie so ein bisschen an die Stufen des Lernens nach Gregory Bateson angepasst und eben dieses Pyramidenmodell von Abraham Maslow noch adaptiert. Dass wir, wenn wir wissen, wer wir sind oder wer wir sein wollen, dann
können wir uns natürlich auch selbst verwirklichen. Und Abraham Maslow hat ja gesagt, erstmal müssen unsere Basics, unsere physiologischen Dinge abgesichert sein. Dann brauchen wir Sicherheit. Das wäre dann eben so hier auf der Umfeld- und Verhaltensebene die Basics abgesichert. Dann können wir uns weiterentwickeln, wir entwickeln Fähigkeiten. Und dann eben auch diese sozialen Kontakte und Anerkennung, das ist uns ja auch ganz wichtig. Und danach kommt dann eben die Self-Actualization oder die Selbstverwirklichung. Und das findet man hier auf diesen logischen Ebenen eben abgebildet. Okay, und das verstehe ich so rum nach oben, wie es geht. Du sagtest aber, es ist mehr effektiv oder wirksam oder irgendein Wort sagtest du von oben nach unten. Ja, genau. Weil wenn ich jetzt von weiß, wer ich bin oder wer ich sein will, dann zieht mich das einfach. Also ich gebe da mal ein ganz einfaches Beispiel. Bei mir in der Schule, ich wusste, ich werde Tierärztin. Das stand überhaupt nicht zur Diskussion. Das wusste ich seit der ersten Klasse bis zur 13. Und deswegen habe ich mich überhaupt nicht darum gekümmert, auf welche Schule muss ich denn gehen. Ne? Natürlich war das das Gymnasium, weil wenn ich Tierarzt werden will, will ich studieren. Also muss ich ein Abitur machen. War also das Umfeld klar. Wie ich mich verhalte, natürlich werde ich die naturwissenschaftlichen Fächer wählen. Natürlich werde ich jeden Tag zur Schule gehen. Da brauchten meine Eltern gar nichts zu tun. Ich habe natürlich die Fähigkeiten entwickelt, die man als Tierarzt vielleicht braucht. Ne? Also bei jeder Spinne habe ich mich immer überwunden und habe gesagt, denn als Tierarzt muss ich auch im Stall zurechtkommen. Also ich habe keine Angst vor Spinnen und wenn die noch so eklig war. Und natürlich eben auch die schulischen Fähigkeiten entwickelt. Mich für Biologie interessiert, für Tiere natürlich allgemein. Und und das war natürlich für mich ganz wichtig. Also meine Werte und Überzeugungen, die haben natürlich auch dazu gepasst, dass mir natürlich der Tierschutz wichtig war und ich mich für, ich habe mich dann gegen Tierversuche auch eingesetzt. Und dann habe ich mal irgendwann gelernt, also die Tierärzte sind eigentlich genau diejenigen, die die Tierversuche machen. Und das hat dann so mein ganzes Werteempfinden für den Beruf des Tierarztes etwas durcheinander gebracht. Und dann habe ich mich halt entschieden, Biochemie zu studieren und lieber nach Alternativmethoden zu forschen. Aber meine Identität am Anfang, die war für mich klar in der Schule und deswegen musste ich mir um die unteren Bereiche überhaupt keine Gedanken machen. Ne? Das fällt dann alles zusammen. Okay, und dann, wenn du also zum Beispiel mal keine Lust gehabt hättest, in die Schule zu gehen, dann hättest du dir gesagt, nee, ich will ja Tierärztin werden, also gehe ich. Es ist wichtig, genau. Das heißt, von den Werten her hast du dann die unteren Ebenen beeinflusst. Ja, genau. Deswegen sage ich, das hat einen viel größeren Einfluss von oben nach unten als von unten nach oben. Okay, weil hier ist einfach immer nur ein stetiges Verändern. Ja. Aber von oben nach unten, das ist so, wenn ich weiß, was ich will, dann zieht mich das einfach dadurch. Und dann finde ich schneller meinen Weg, als wenn ich jetzt verschiedene Wege ausprobiere. Mhm. Und kannst du, wenn du von unten nach oben gehst, die Ebene mehr oder weniger überspringen, um zu wissen, was du willst, in die Identität zu kommen? Ja, ja, geht schon. Ich glaube, das machen auch ganz viele, sonst hätte ich ja auch irgendwie auch diesen Wunsch, Tierarzt zu werden, dann hätte ich ja dann auch irgendwie entwickeln müssen. Vielleicht hat mich das vom Umfeld her geprägt. Ich bin mit Katzen aufgewachsen und ein Tierarzt hat meinen Kater sterben lassen. Der ist am nächsten Tag verreckt und ich habe dann eigentlich davon ausgegangen, der hat dass er den einschläfert. Und da habe ich, das war aber dann nochmal so eine Verstärkung eigentlich eher, als dass es den Wunsch ausgelöst hätte, das dann richtig zu machen. Ne? Der Wunsch war, ich lerne das, dann kann ich das besser machen als der. Also das hat wahrscheinlich schon dazu beigetragen, aber da haben ganz, ganz viele Dinge zu mitgespielt. Die waren aber eher unbewusst. Ja.
Und das ist ja im Prinzip auch das, wovon wir eben geredet haben. Wie schaffe ich es denn, dass ich nicht mehr nur denke, ich bin so, wie ich bin und daran kann ich nichts ändern, sondern wir haben auf der einen Seite dieses Teilemodell angesprochen, dass so verschiedene Anteile in uns sind, die auch teilweise konkurrierend oder widerstrebend sind. Wenn wir jetzt dieses Modell hernehmen, wenn ich weiß, wer ich sein will, welche Person ich sein will oder die beste Version meiner selbst, wie wir manchmal sagen, dann kann ich auch bestimmen, welche Werten ich mehr Raum geben will, welche Werte ich mehr verwirklichen und leben will. Und damit kann ich natürlich auch sehr stark mein Verhalten dann hinterher auch verändern. Und im NLP, in der Practitioner-Ausführung, da machen wir vor allen Dingen hier sehr viel Verhaltensarbeit. Du hast ein unangemessenes Verhalten oder ein geliebtes Verhalten und dann versuchen wir einfach daran zu verändern. Und in der Weiterführung, da arbeiten wir dann schon, wie beeinflussen denn meine hinderlichen Glaubenssätze, meine Lebensperspektiven. Und da arbeiten wir dann halt so mehr so im Master dran. Und beim Erfolgsfaktoren-Modeling, da arbeiten wir hier oben auf diesen oberen Ebenen eher. Was ist denn die Ebene über dem Kreuz da? Wo genau, genau. Jetzt wird es nämlich systemisch. Weil wir haben ja, sagen ja auch viele Menschen, NLP ist eigentlich eher so, wo man den rechts oben, gar nicht wahr, den links oben Quadranten bedient, also ich innen, da kann ich dran arbeiten und sonst kann ich mit NLP nicht so viel bewirken. Aber durch Robert Dills Forschung und auch Entwicklungen wird NLP auch systemisch. Zum Beispiel hier mit, sagt er, über der Identität, da liegt natürlich die Vision oder die Bestimmung, der Sinn, Purpose auf Englisch. Und der Purpose, der kann eben einmal sein, für wen mache ich das? Also ich bin ja, gehöre ja zu einem größeren System, zu einer Familie oder zu einem Unternehmen, zu einer Gesellschaft. Und dann verfolge ich vielleicht eben noch eine bestimmte Vision, wie die Welt sein soll, in der ich leben möchte. Und das finde ich also alles hier oberhalb der Identitätsebene. Da wird es eben gerade auch wieder weit. So. Und, ja, das ist spannend. Ja, alleine schon das Grundsystem ist total spannend. Nachdem er eben seine Pyramide aus der Anfangszeit eben wirklich erweitert hat, und die hat er schon, weiß ich nicht, schon in den 90er Jahren oder Ende der 80er, hat er das auf jeden Fall schon so erweitert. Und eben auch diese, deswegen findet man im Deutschen manchmal auch 7 Stufen, weil dann gibt es eben noch die Zugehörigkeitsebene und dann erst die Sinnebene. Mhm. Und er trennt es aber gar nicht so auf. Jetzt wird es aber, hier wird es eben spannend für unser Erfolgsfaktor-Modeling. Und er sagt nämlich, wenn ich von erfolgreichen Unternehmern irgendwie lernen will, was die erfolgreich tun, dann muss ich mich einfach erstmal mit hier oben beschäftigen. Die leben nämlich alle ihre Leidenschaft, also ihre Passion. Die findet, das ist quasi hier so der Knotenpunkt zwischen Identität und Zugehörigkeit. Was ist meine Leidenschaft? Was bringt mich wirklich voran? Und jetzt kommt das Teilemodell drauf. Der sagt nämlich, und da wird es nämlich dann auch integral, wir sind im Prinzip alle Holons. Wir haben einmal einen Teil, wo wir uns als separates Ganzes fühlen, unser Individuum. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch so einen Seelenanteil, also Soul, wo wir uns mit dem ganzen größeren System verbunden fühlen und uns als integrierten Teil fühlen. Und das ist quasi dann dieser Holon-Aspekt. Und da das immer in uns ist, dass wir auf der einen Seite ja etwas zu einem größeren System beitragen möchten und auf der anderen Seite aber auch für uns selbst sorgen wollen. Da
da wird das eben hier ganz, ganz deutlich durch diesen Ego-Seele-Aspekt, der jetzt auf die logischen Ebenen angewendet wird. Und ich möchte jetzt einfach, um es nicht zu ausufern zu machen, mich nur hier oben drauf konzentrieren. Eben wenn ich jetzt erfolgreiche Führungskräfte, also sei es jetzt für dieses Conscious Leadership, mir das mal anschaue, dann muss ich erstmal gucken, was ist denn meine Leidenschaft? Wo sehe ich denn meinen Hauptsinn drin für meine Lebensbestimmung oder Lebensziel? Und das kann ich eben daran aufdröseln, wenn ich mich als integriertes Holland verstehe. Was ist denn die Welt, zu der ich zugehören möchte? Wie sieht die denn aus? Und wie sieht die aus? Das ist natürlich ganz einfach. Dann entsteht natürlich dieses Wort Vision daraus. Ist ja nur das lateinische Wort, videre, für sehen. Und dann, was ist denn mein Beitrag dazu? Und das ist dann auf der Identitätsebene zu finden, das ist meine Mission, meine heilige Aufgabe, die ich mir selber stelle. Und auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch Ziele für mich selber. Was möchte ich denn in meinem Leben erreichen? Wer möchte ich sein? Welchen Status möchte ich erreichen? Auch meinetwegen, wie soll mein Erfolg monetär aussehen? Oder was möchte ich denn für meine Familie erreichen? Wenn ich Kinder habe, dann möchte ich denen vielleicht ein gutes Leben auch geben können. Das gehört alles in die Ambition rein. Und dazu gehört aber auch eben, wer bin ich eigentlich? Und je nachdem, welche Ambitionen hier ausformuliert wird, da gehören auch die unterschiedlichen Rollen rein. Als Mutter oder Vater, habe ich halt die Ambition, meinen Kindern ein gutes Leben zu schenken. Als Rolle des Unternehmers habe ich halt die Ambition, ein erfolgreiches Unternehmen, was die nächsten 50 Jahre existiert, aufzubauen oder noch länger. Aber auf jeden Fall, solange ich lebe, soll das auf jeden Fall gut funktionieren. Ich habe die Ambition, meinetwegen Nummer 1 zu werden im Markt. Und das sind natürlich, die Ambition ist ganz entscheidend, um Investoren anzulocken. Und gleichzeitig ist es aber eben so, kein Unternehmen entsteht daraus, dass wir einfach sagen, oh, wir wollen die Besten sein, wir wollen das meiste Geld verdienen, sondern ein Unternehmen entsteht immer dann, wenn es etwas liefern kann, was entweder vorher noch nicht da war oder wodurch Menschen etwas besser machen können. Und wie wir ja auch gesehen haben, müssen die Menschen, nicht alle Menschen glauben, dass es damit besser geht, sondern es reicht, wenn ich erstmal selber eine Idee habe. Zum Beispiel hat ja keiner vorher gewusst, dass er ein iPhone braucht oder so, bis Steve Jobs gesagt hat, wir brauchen eigentlich ein Telefon, was einen Computer integriert hat und was noch besser ist als der BlackBerry. Und dann gab es eben das iPhone. Und da hat eben diese Vision gehabt, dass Menschen überall ganz schnell mit dem Computer miteinander verbunden sind und einfach dieses Ding zugänglich haben. Und dass das in sehr spielerischer Weise erlernbar ist. Ja, das war seine Vision. Okay, ich habe jetzt mal eine Frage. Wenn du über die Ambition sprichst, da ist aber noch nicht gesagt, wie das umgesetzt werden soll. Also da ist Conscious Leadership noch nicht dabei. Das kann man. Genau. Ne? Okay. Genau. Also das geht jetzt erstmal darum, dass eben meine Leidenschaft sich in der Ambition wiederfinden muss und auch in der Vision. Und natürlich, weil nur dann kann ich dauerhaft da dranbleiben. Das wäre jetzt quasi so ein bisschen auch wie Conscious Business aufgebaut wird. Und das Conscious Leadership, das sagt, sollte ich denn als Führungskraft am besten auch mit meinen Mitarbeitern umgehen? Und wir haben ja jetzt auch so den Fall, dass eigentlich jeder in einem Unternehmen oder auch eigentlich in
immer im Leben, sich selber führt und dass wir ja nicht mehr dieses klassische, hierarchische Leader und Follower haben, sondern dass eigentlich eher so der Teamgedanke eine Rolle spielt und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer so einen Teamlead und der sollte eben dafür sorgen, dass er wirklich immer wieder auch schaut, dass er alle anderen, die in dem Team sind, ermächtigt, empowert. Auch, dass sie bereit sind zu kooperieren, ihr Bestes zu geben, dass sie wirklich, wir hatten früher mal diesen Gedanken von wollen, können und dürfen. Ja? Und also beim Empowering, da geht es auch wirklich darum, dass die Menschen es dürfen, dass sie sich die Macht und die Verantwortung nehmen dürfen. So, früher war es so, die sollten möglichst nur das tun, was ihre Aufgabe war und sich über nichts anderes Gedanken machen, damit dann genau so, wie der Leader das gesagt hat, Dinge umgesetzt werden. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, denn ja. In der blauen Struktur, ja. Da kriegst du gesagt, was du zu machen hast und ob du davon empowered bist oder nicht, ist eigentlich überhaupt nicht interessant. Genau. Und da kommt schon der erste Aspekt rein, ne? dass du wirklich den Leuten sagst, was sie, dass sie einfach auch hinschauen sollen und ihre eigenen Gedanken sich machen sollen, um halt zu kooperieren. Und eben, ein Ziel ist für einen Conscious Leader, ist eben, dass er Menschen entwickelt, dass die Arbeit dazu beiträgt, einfach das Beste im Menschen zu offenbaren und dass Menschen sich in dieser Arbeit auch verwirklichen können. Dazu muss ich als Leader natürlich Vorbild sein. Das ist auch ganz wichtig. Ich muss mich selbst natürlich führen können, um als Vorbild zu fungieren. Und dann kann ich eben auch dieses berühmte, die Führungskraft soll Coach sein, dann kann ich das auch leben, ja? Wo ich eben Unterstützung geben kann, wo ich an dem Können der Mitarbeiter eben oder Teammitglieder eben auch wirken kann. Und dadurch werden eben auch Werte verwirklicht. Und das ist eben auch ein Ziel von Conscious Leadership, dass Werte verwirklicht werden, dass Werte wirklich ins Leben kommen. Also wenn ich sage, uns ist Kundenorientierung wichtig, dann sollte auch bitte der Kunde eine hohe Priorität im Unternehmen haben. Dann sollte vielleicht das Unternehmen auch immer erreichbar sein und solche Dinge. Okay, und wenn nun die Werte, wenn der Angestellten oder so andere Werte haben als die Leadership, wie funktioniert das dann? Ja, das ist wirklich zu schauen, ob der Mitarbeiter, der ganz andere Werte hat, ob der jetzt da wirklich reinpasst dann in dieses Unternehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dann sich seiner Werte auch immer wieder bewusst zu machen. Und eben, oder eben auch zu gucken, was das eine, vielleicht sind es gar nicht unbedingt die ganz unterschiedlichen Werte, sondern nur die Interpretationen, wie die Werte, also die Kriterien, wie die Werte verwirklicht werden sollen, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und deswegen kommt man dann hier zu diesem dritten Aspekt im Conscious Leadership, dass man sich miteinander austauscht, in Dialog geht. Und nicht nur den Menschen sagt oder den Mitarbeitern sagt, was sie tun sollen, sondern dass die Teammitglieder auch Vorschläge machen können, wie etwas umgesetzt werden kann, wie etwas verwirklicht wird. Und hier für den Leader ist es natürlich wichtig, seine Vision einfach klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass die Teammitglieder oder eben das ganze Team weiß, wo es hingehen soll. Und dann können hier in diesem Rahmen einfach viele Prozesse, die eben auch im Success Factor Modeling durchgeführt werden und auch geschult werden, umgesetzt werden, um sich hier gut auszutauschen, wo alle sich in so einer psychologischen Sicherheit bewegen, dass sie
dass sie auch wirklich von sich selber glauben, dass sie ihren Beitrag leisten können, dass sie untereinander sich zuhören und dass keiner den anderen für irgendeinen Beitrag verurteilt. Also Google hat mal so eine Studie gemacht, was sind die effektivsten Teams und die produktivsten Teams. Und der erste Aspekt, der dabei rauskam, war, dass sich alle Mitglieder in einer psychologischen Sicherheit befunden haben. Sie werden gehört, sie werden anerkannt und sie haben gleiche Redeanteile. Und dann kommen erst die Strukturen, die sind wichtig, dass das Team eine Struktur hat, dass eine Zuverlässigkeit besteht und vor allen Dingen auch, dass das, was das Team tut, auch eine Signifikanz hat, dass das wichtig und bedeutend ist für das Unternehmen. Okay, ich habe jetzt eine Frage. Das bedeutet praktisch Appreciation, ne? Dass man wertschätzt, was jemand sagt, selbst wenn man im Moment denkt, oh, das passt ja jetzt überhaupt nicht dazu. Aber vielleicht passt es ja. Also ja. Ist so ein bisschen wie Co-Creative Dialogue, ne? Also ja, ganz genau. Das kommt da rein. Und die andere Sache, wo ich jetzt fragen wollte, man muss dann als Leader ja eine unglaubliche Fähigkeit haben, nicht nur die eigene Vision zu sehen, sondern sie auch zu übersetzen in Wörter und in solche Worte, die dann auch verstanden werden können in seinem Sinne. Also, dass da nicht was völlig was anderes drunter verstanden wird. Das ist ja doch ganz schön eine reife Fähigkeit, die man da ja mitbringen muss. Ja? Denn ich könnte mir vorstellen, im blauen System, da reichte es, dass der Chef alleine wusste, was er wollte und braucht es ja niemanden erklären zu müssen, weil er weiß ja, was er will und dann gibt er Befehle und damit hat sich's, ja. Aber in so einem System muss ja der, was man jetzt als Chef nennt oder als Führer, Leader klingt immer noch so blöd, ja, da muss man diese Fähigkeit haben, das zu vermitteln. Menschen, die meinetwegen völlig anders gestrickt sind als man selber, trotzdem vermitteln, was man meint, was man möchte, das Ziel ist. Ja. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Dieser wunderbare Spruch von Antoine de Saint-Exupéry: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann sag den Männern nicht, was sie zu tun haben, sondern vermittle ihnen die Sehnsucht nach dem blauen, weiten Meer. Ja, das ist wunderbar. Ja. Und auch die Sehnsucht, wenn man auf dem Meer ist, nicht unterzugehen. Und das ist dann schon die richtige Motivation, das ordentlich zu machen. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, kommen wir noch zu dem letzten Aspekt. Als Führungskraft hast du natürlich die Aufgabe, auch andere wirklich zu fordern. Also nicht nur zu fördern, wie wir das so vielleicht auf dieser Seite sehen, sondern auch wirklich zu fordern, nicht nur mitzudenken, sondern eben auch sich mal lang zu machen und vielleicht auch mal über die Grenzen hinauszugehen. Weil letztendlich treibt das auch unser Belohnungssystem an. Ne? Wenn wir was Tolles geleistet haben, das sehen wir bei jedem Leistungssportler, der sagt auch immer, boah, prima, ich kann mich quälen und wenn ich dann halt mein Ziel erreicht habe, dann bin ich total happy. Und also jeder, der das aus dem Sport kennt, der weiß, was ich damit meine. Das heißt nicht, dass ich da immer wieder in die Überforderung gehe. Entschuldigung. Ja, aber es ist ja auch so im normalen Leben, wenn du keine Herausforderung hast, hast du auch kein Erfolgsgefühl. Ja. Also wenn immer alles nur nach einer Routine abläuft, das ist ja stinklangweilig. Also entweder fordert man sich selber heraus oder in dem Kontext von dem Team. Genau. Und das ist auch, warum unsere Welt sich ständig verändert, ne? Weil wir nicht dieses nicht hinplätschern haben wollen. Und der beste Weg ist natürlich, wenn ich wandle, kann ich fördern, wenn ich meine Mitarbeiter die Erlaubnis gebe, eben diesen Wandel mitzugestalten und sich einzubringen. Und dann machen die sich auch lang dafür, eben das alles trotz der veränderten Bedingungen eben ihre Resultate und guten Ergebnisse zu erreichen.
Und dazu brauche ich aber eben auch diese Inspiration, also die Begeisterung für die Sache, die ich einfach vermittle. Da fällt mir gerade ein bisschen dazu ein, ist das nicht, was man von Japan hört, dass da die, wie eine Familie, die Menschen in den Betrieben sind und an dem gleichen Strang ziehen und auch wenn es mal nicht so rosig aussieht, einfach dabei bleiben, was sie dazugehören? Ja, ja. Wobei in Japan ist natürlich noch auch sehr das patriarchalische Denken. Ne? Du hast da nicht so diese, bei den Mitarbeitern nicht so diese Reife, dass sie selber den Antrieb haben, sondern die haben ihre Aufgaben noch sehr stark und fühlen sich aber da auch sehr angenommen und zu Hause. Also dieses System, was da vermittelt wird, fühlt sich für mich so natürlich an, weil mein Großvater einen Betrieb aufgebaut hat und eigentlich davon geträumt hatte, seine Mitarbeiter auch mehr an dem Erfolg zu beteiligen und dass sie sich mehr einbringen können. Eigentlich ist es genau das, was die Vision meines Großvaters. Mhm. Und damals wollten eben die Mitarbeiter auch nicht so sich dem Risiko aussetzen und den Unternehmenserfolg oder Misserfolg mittragen. Und die waren zufrieden, wenn sie ihre Aufgaben bekommen haben. Aber dieses familiäre Denken, das lebt auch mein Onkel in dem Betrieb weiter. Der sagt, wir haben mittlerweile 5 Führungskräfte bei 50 Mitarbeitern. Da findet jeder seinen Ansprechpartner, wenn eben auch was über den Betrieb hinausgehendes ist, was mal besprochen werden will. Genau, ich wollte auch darauf hinaus, dass es ja durchaus Menschen gibt, die nicht unbedingt in so eine gleichberechtigte Position hineingehen wollen, sondern froh sind, wenn sie gesagt kriegen, was sie tun sollen und es dann gewissenhaft und schön tun und daraus ihren Erfolg ziehen. Ja. Nicht unbedingt eine Vision haben und nicht unbedingt die Vision mittragen und Verantwortung übernehmen, ja, das ist ja nur noch mal ein extra Ding. Mein Bruder zum Beispiel, der ist eine Anwaltskanzlei und der würde gern ein bisschen zurückschrauben und hat geguckt bei seinen Angestellten, ist keiner da, der Verantwortung mit übernehmen will, ja. Sondern die sind lieber Angestellte mit Sicherheit, ja. Ja. Es gehört eine bestimmte Mentalität dazu, wenn man, oder sagen wir, im Integral sagen wir ja wahrscheinlich Reifungsgrad, Entwicklungsgrad, ja. Dass man sowas mittragen möchte. Und nachdem wir das nicht alle haben, ist es gut, wenn ein paar Leute sich zur Verfügung stellen als Leader und wenn sie es dann auf diese conscious, bewusste Art tun, was besser kann einem passieren. Ja, genau. Also das ist eben auch dieses Prinzip, dass es nicht nur die hierarchisch Vorgesetzten angeht, sondern wirklich im Prinzip kann Conscious Leadership jeder leben, der irgendwo in der Gesellschaft sich mit anderen Menschen bewegt. Ja, es kommt ja auf die Selbstführung an, es kommt auf die Zusammenarbeit oder das Zusammenleben mit anderen an. Es kommt darauf an, wie will ich Ziele erreichen, will ich die mit anderen erreichen. Und dass ich eben auch mir darüber klar werde, was ist eigentlich das System, in dem ich lebe? Wie kann ich denn auch zum Vorteil dieses Systems agieren? Und da kommen wir jetzt gerade wieder, wenn wir jetzt weitergehen, auf unsere Klimaschutzdebatte. Ja, ja. Ja, willst du da hingehen oder hast du noch was anderes zu machen? Ich bleibe mal beim Conscious Leadership. Ich würde euch gerne noch eine Sache zeigen. Das sind die Qualitäten, die ein Conscious Leader braucht. Genau, da gebe ich nochmal meinen Bildschirm frei. Genau, so. Das ist ja ein Weg dahin, ne, um halt so ein Conscious Leader zu werden. Da finde ich diese Illustration von meinem Kollegen Antonio Mezza total schön, der das Buch vom Robert eben illustriert hat. Und es fängt alles mit der Leidenschaft an. Ich weiß nicht, ob ihr die gut sehen könnt, die Wörter. Ich mache die mal aus. Gehen die weg? Ne. Ja, da hat man ein bisschen mehr. Kann man mehr sehen. Mhm.
Ich erzähle aber nicht mehr alles. Nee, warte, ich mache den groß. So. Ja. Ja. Genau, also es fängt alles mit der Leidenschaft an. Und wenn ich dann halt wirklich dranbleibe, beständig bleibe, konsistent bleibe, dann kann ich eben als Vorbild eben andere mitnehmen auf dem Weg nach oben. Und denen auch über meine Visionen erzählen. So, und ich brauche natürlich dafür auch eine gewisse Offenheit, Zugänglichkeit für das, was die anderen einbringen können. Und ich brauche natürlich eine gewisse Eigenmotivation und eben auch das Können oder die Fähigkeit, andere zu motivieren, weiterzugehen. Und das heißt, ich brauche auch eine Großzügigkeit, um eben auch Hilfestellungen zu geben. Und für das letzte bisschen eben auch immer die Entschlossenheit, um eben mich auch zu fördern. Und dafür ist natürlich dann zum Schluss die Ambition ganz wichtig. Ich hoffe, ihr seht die jetzt. Ja, bei mir waren gerade die Bilder verdeckt. Ja, so kann man sich dieses Bild, diese wunderbare Illustration nochmal klar machen. Das sehr schön, ja. Ja, genau, dieses Mitnehmen. Und die erfolgreichsten Menschen, da steht nämlich die eine Qualität nicht drin, die ich noch ganz, ganz wichtig finde. Die erfolgreichsten Menschen, die haben etwas, zwei Werte, die sie auch leben. Das eine ist die Großzügigkeit, eben das zu teilen, wovon sie genug haben. Und das, was sie haben, nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern dankbar zu sein. Ja. Also Dankbarkeit und Großzügigkeit, das macht eigentlich Erfolg aus. Das ist wunderbar, dass du das noch dazu genommen hast. Ich finde, das wird oft so unterschätzt und unterschlagen. Und gerade die Dankbarkeit, ja, man ist ja immer nur alles, was nicht geht. Und stattdessen, ja, dankbar zu sein, auch als spirituelle Praxis, ist nicht zu unterschätzen. Ja, ja. Also das ist auch eins der Tipps, die wir ganz am Anfang unserer Trainings immer geben, dass die Menschen zu uns kommen, die sind ja häufig noch so auf der Suche nach einem besseren Leben oder wie sie sich, die haben wenigstens schon mal erkannt, dass sie selber was dafür tun können. Und einer der Tipps ist eben wirklich ein Tagebuch der Dankbarkeit zu führen, wo du wirklich abends mindestens drei Dinge aufschreibst und am besten schriftlich, sodass du es auch immer wieder nachschauen kannst, wenn du mal irgendwo nichts findest, wofür du dankbar bist. Und dass du abends wirklich dich hinsetzt und drei Dinge aufzählst, wofür du an diesem Tag dankbar sein kannst. Mhm. Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn jemand zum Beispiel irgendwo arbeitet und sieht, dass er eigentlich da nicht zufrieden ist, dass er eigentlich was anderes möchte, und vielleicht so jetzt inspiriert ist von dem, was du sagst. Mhm. Du sagst ja auch Selbstführung. Mhm. Soll er da erstmal zu dir kommen, ein Training machen in der Selbstführung, um dann zu entscheiden, ob er in diesem Betrieb bleiben sollte und da was bewirken kann oder ob er vielleicht sich einen anderen Betrieb sucht? Ja, der kann auf jeden Fall zu mir kommen. Natürlich geht es auch darum, den eigenen Weg zu finden und sich selbst zu führen. Aber wir würden eben auch mit der Leidenschaft anfangen und wirklich zu schauen, was ist denn das, wozu dieser Mensch seinen Beitrag leisten will. Ich habe gerade so ein bisschen gezögert, weil ich überlegt habe, wie... Wenn ich wieder er sage, dann schließen wir wieder die weiblichen Menschen nicht ein. Aber der Mensch ist nun mal ein maskuliner Begriff im Deutschen. Ja, also dieser Mensch oder diese Menschin kann zu mir kommen. Und wir würden erstmal wirklich an diesem Erfolgszirkel arbeiten. Die Leidenschaft in der Mitte, dann zu gucken, was ist denn die Vision, wo es hingehen soll, was... Und dann, wo möchte sie denn oder er seinen Beitrag leisten? Und dann, was sind denn so Lebensziele, die er noch verwirklichen will? Wir gucken uns alle fünf Bereiche, auch die Rollen, die er oder sie einnimmt oder einnehmen will, die schauen wir uns erstmal an. Das ist so die Basis. Und
Ja, und wer sogar vorhat, vielleicht aus dem Betrieb rauszugehen, um sein eigenes Unternehmen zu gründen, der kann natürlich dann in dem Programm Next Generation Entrepreneur auch dabei sein. Also damit fängt es an. Das ist im Prinzip der erste Teil oder das erste Buch von Robert, ist eben dieser Next Generation Entrepreneur und das Conscious Leadership, was in Deutsch übrigens Next Generation Leadership heißt, weil Conscious Leadership ist vielleicht noch ein ungewohntes Wort, aber Next Generation kennt man vielleicht aus Star Trek, die nächste Generation. Und ich fand, das war immer sehr positiv besetzt mit dem weisen Jean-Luc Picard als Captain. Und deswegen fand ich diesen Ausdruck Next Generation ganz schön. Ja, also da gibt es verschiedene Programme. Ich coache das im einzelnen Gespräch, aber sehr interessant sind einfach auch diese, ich sag jetzt mal, Trainings oder Ausbildungen, weil ich da mich selbst, meine Persönlichkeit ausbilde und das ins Leben bringe, was mein wahres Selbst sein soll. Okay, du sprichst jetzt nicht von dir, sondern von dem Menschen, der da hinkommt. Ja, gut. Ich denke, das war doch ein ganz schöner Überblick, was Conscious Leadership sein kann. Ja. Ja, und wenn das gestattet ist, ich freue mich sehr darauf, dass wir uns nächstes Jahr im Juni sehen, vom 7. bis zum 14. Juni. Das ist 2020, für den Fall, dass jemand das Video später anschaut. Nächstes Jahr, wir sind noch 2019, im Juni ist geplant, ein Retreat hier im Paradiso Integrale bei mir stattfinden zu lassen. Genau, das Conscious Leadership Embodiment Retreat. Ah, wundervoll. Dass wir es wirklich verkörpern können. Und weil wir jetzt gerade schon bei der Werbung sind, kannst du vielleicht eine Webseite und so, wo diese dein Coaching und das Training angeboten wird, wo die Leute das finden können? Ja. Ich weiß nicht, geht das in den Chat? Wahrscheinlich nicht. Nee, sag's mal laut, wenn wir auch Podcast machen, dann sieht keiner, was geschrieben ist. Okay, das ist www.successfactormodeling.de und Modeling nur mit einem L. Ah, das ist wichtig. Und Success mit 2C und 2S? Genau. Mhm. Modeling mit einem L und Training müssten wir ja eigentlich schreiben können. Der Training ist ja nicht. Es ist successfactormodeling.de. Ah, der Factor habe ich vergessen. Ah, successfactormodeling.de. Alles klar. Aber ich schreibe es auf jeden Fall in die Webseite und unter das Video. Ja, genau. Okay, wunderbar. Das ist toll. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt auch meine Katze. Ja, wunderbar. Und sie ist gerade langweilig. Springt auch immer über. Ja, und schön auch zu hören, dass du eigentlich Tierarzt werden, dass du auch eine Tierliebe bist. Ja. Auch meine Katzen, die sind jetzt gerade draußen. die gehören auch zur Familie und machen auch die Lebensqualität. Wunderbar. Danke dann erstmal. Und dann, ihr Zuschauer, ihr habt es gehört, wenn ihr Conscious Leaders werden wollt, erstmal von eurem eigenen Leben und dann vielleicht draußen in der Welt. Ja, die braucht die Welt gerade sehr. Ja, aber wirklich, denn es ist, was im Moment so abgeht, es ist so ein Chaos in jede Richtung. Und das Conscious Leadership, ich habe oft das Gefühl, es ist ein Biased Leadership, was jetzt stattfindet und kein wirklich bewusstes Führen von Massenbewegungen und was auch immer. Ja? Insofern. Aber da wollen wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Machen wir mal ein nächstes Mal Gespräch. Genau, machen wir das. Genau, und setzt euch mit Gudrun in Verbindung und mit mir auch, paradisointegrale.com. Da seht ihr dann schon, wo ihr dann sein könntet für das Retreat im nächsten Jahr. Okay? Ich freue mich sehr darauf. Ja, ich auch. Da lerne ich auch wieder was dazu. Für mich ist die Passion lernen. Also. Ja, für mich auch. Und ich würde die Trainings nicht tun, wenn ich selber nicht auch was dabei lernen würde. Genau, so ist es für mich auch. Auch wirklich nicht als Training, wo ich als Vortänzer dabei bin, sondern wirklich als Austausch und dass wir alle zusammen irgendwo diesen Sharing-Aspekt leben, den ich eben auch gezeigt habe. Uns gegenseitig ermächtigen, coachen, sharen und natürlich vielleicht auch ein bisschen herausfordern.
Genau, und voneinander lernen. Wunderbar. Danke dir für das Interview und wir sehen uns. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.